Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego, auf meiner Lieblingsmap und ich muss euch was zeigen, das habe ich ja eben gar nicht gesehen vor lauter Schräg. Ganz am Anfang, ja, wenn man die Map lädt, da steht, dass er sich bei mir bedankt. Also ich habe zu danken, dass du diese schöne Map gemacht hast. Ja, oh, ganz klar. Also, du hast hier die Hammerleistung erbracht und diese Map rausgehauen, ja. Ich habe einfach nur Spaß daran, diese Map zu spielen und filme mich dabei. Das ist ein ganz kleiner Unterschied. Ja, wir müssen einmal kurz gucken hier. Wir wollen anfangen, wir wollen hier mit Oldie spielen. Und ja, den Deutz, den lassen wir vielleicht erst nochmal. Den Mähdrescher lassen wir vielleicht auch erst nochmal. Den Anhänger, den Grubber, den Flug, die Sämaschine. Ah, ja, das sind alles Sachen, die kann man auch erstmal lassen. Wir haben ja sogar einen Kercher. Das ist der Wahnsinn. Oh. Oh, er hat das Holz. Das Holz-Equipment hat er zurückgefahren. Deutlich zurückgefahren. Da fehlt uns natürlich jetzt eine wichtige Einnahmequelle, um unser Modpack zusammenzustellen. Jetzt müssen wir ein bisschen überlegen, was wir machen wollen. Ein Trecker wird auf jeden Fall gehen. Ich werde mich hier von ihm hier verabschieden. Und ich werde mich von dem New Holland verabschieden, weil ich den Steyr einfach noch einen Tacken cooler finde. Ja, er hat ein bisschen weniger PS, aber PS ist ja nicht das, worauf wir Wert legen. So. Okay, dann gehen wir mal shoppen. Also wir haben immerhin 104.000 Euro jetzt. Ne? Ist ja schon mal gut. Wir gehen shoppen und wir kaufen uns natürlich diesen wahnsinnig wichtigen Maishäcksler. Ui. Ist egal, den brauchen wir auf jeden Fall. Dann kaufen wir dafür natürlich das passende Schneidwerk. Und ich weiß schon genau, was los ist hier. Wir kaufen direkt alle Schneidwerke. Ich werde sie eh alle brauchen. Okay. So, und das ist eigentlich auch schon unsere Lizenz zum Gelddrucken. Ab jetzt kann uns nichts mehr passieren. Einen anderen Anhänger brauche ich auch noch nicht mal. Wir können eigentlich direkt anfangen. Er hat ja was erzählt von wegen... Ach, hier können wir einmal kurz gucken. Hackschnitzel, Kahl, Kompost, Erde, Luzerne, Sonnenblumen, Hafer, Soja ist das, ne? Hier fehlt ein Eintrag. Und ja, das war's auch schon. Es ist wie gewohnt alles. So, ja, dann setz sie mal bitte zurück zum Hof. Wir setzen alles zurück zum Hof. Und da oben ist auch direkt das Feld, wo wir hinwollen. Ne? Können wir direkt durchstarten da oben. Jo, okay. Oh, ist ja nice, ne? Hier oben war ich ja noch nie, ne? So, dann fangen wir mit dem an. Und ich glaube, das hier ist das Maisgebiss. Ich gerate da immer etwas durcheinander. Das ist auf jeden Fall der coolste Maishäcksler, den ich je gesehen habe hier. So, trau dich. Komm ums Eck hier, mein Freund. Was ist? Sei doch nicht so schüchtern. Jetzt nimm. So, wir nehmen diesen wahnsinnigen Kübel hier
und fahren zu unserem ganz neuen Feld, das Feld 9. Was wir ja ganz frisch dazu bekommen haben. Das Feld 12 kenne ich auch noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Ist auch egal, ich habe ja gesehen, auf Feld 9 steht Mais. Ich will den Mais. Das ist hier unser kleines Sparschweinchen, der Mais. Damit fangen wir an und danach geht es uns eigentlich auch gut. Hoffe ich zumindest. Ah, das mit dem Baum, das ist so ärgerlich, ne? Oh, ich könnte schreien vor Wut, ey. Weil die Map, die ist so schön. So, jetzt hier runter. Ja, trau dich. Ja, trau dich ruhig. Oh, guck mal hier. Biele. Wo ist der? Wo ist das Gewehr? Oh, die Ente ist abgesoffen. Die Ente ist abgesoffen. Aber da vorne war doch noch eine Ente gerade. Ich komme nicht hin. Aber hier ist eine U-Boot-Ente hier vorne. Da vorne ist eine. Biele. Das ist nur Erpel. So. Ja. Puh. Ich weiß auch noch nicht genau. Ich hole erstmal den Schlepper. Den Schlepper mit dem Anhänger. Ich weiß noch nicht welcher. Ich meine, die Anhänger stehen hier oben alle. Dann schauen wir doch mal. Mein Traktor hat sich beschmutzt. So. Haben wir auch. Ach, nur den ganz kleinen. Wir haben Kopfsilos, ne? Oh. Ja, komm, ey, wir nehmen den großen. Ich fahre doch nicht mit diesem kleinen Anhängerchen da. Muss ich halt so irgendwie sehen, dass ich in das Silo reinkomme. Ne? So. Ich bin ganz euphorisch. Das ist richtig schön. Jetzt habe ich natürlich meine... Ich habe so ein bisschen mit der Kollision und der Kollision in dem Stein und der Weg weg und so, ne? Ist jetzt natürlich alles nicht mehr, ne? Jetzt ist das hier wieder beinhart, ne? So, machen wir mal. Wir machen hier einmal den Alternativen rein und sagen ihm, er soll hier im Kreis fahren. Jo. Das macht er auch. Schalten ihn schon mal an. Hä? Bahnhof? Koffer klauen? What's wrong? What's wrong? Die 9 ist schon reif. Damn. Sekündchen. Wir müssen das mal kurz anhalten. So, da sind wir wieder. Ich musste mal ganz kurz Green Direct Cut und Multimowing rausnehmen. In der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert. Was ist? Mir geht nicht. Ah.
Ach, der findet das Feld nicht. Ist doch dein Feld. Der wird nicht grün. Ah, wie unschön. Ja, dann schieben wir die Deichsel quer über den Hof. So, und dann hängen wir den direkt an. Oh, Entschuldigung. Verstehe ich nicht. Warum findet der Alternative den denn nicht? Wir drehen mal einmal, wir fahren mal einmal rundherum und gucken mal, was der Alternative dann sagt. Oder was, das müsste ja sogar der Standardhelfer müsste das ja erkennen. Ist ja Onsaka. Ist das denn nicht der Gefixte? Habe ich den Falschen? Aber ich habe, glaube ich, nur den Gefixten. Also der Standard, Meißhexler, der hat Probleme mit dem Helfer. Das hatte ich aber eigentlich gefixt. Also normalerweise müsste der funktionieren. Ah, oh, wenn nicht, gehen wir nochmal mit dem Bügeleisen da drüber. Das ist ja nicht so schlimm hier. Ist hier nicht gedüngt. Warum erkennt denn der das nicht an hier als Feld? Der war gelb, also der ist nicht grün geworden eben. Jetzt frage ich mich natürlich, warum. Ja, dann wühlen wir uns hier so durch. Ist in der ersten Runde eh besser. Ich kann ja eh nicht mit dem Anhänger nebenher fahren. Erst lenken, dann fahren. Das ist ein Oldie. So wie bei mir. Ich muss auch erst ein bisschen. Immer erst ein bisschen gucken. Das ist aber auch wieder ein Acker, da kriegst du nichts für, ne? Junge, 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 Junge. Ich will hoffen, dass ich überhaupt so viel Silage zusammenkriege, dass ich das Silo zudecken kann. Wenn nicht, müssen wir den Rest mit Gras voll machen. Haben wir hoffentlich ein bisschen mehr von. Wir haben auch noch ein bisschen Geld. Mal gucken. Vielleicht ein paar Kühe kaufen schon. Ein Wasserfass haben wir ja sogar. Also die Kühe müssen nicht mal Durst leiden. So. Jetzt gucken wir uns das nochmal genau an hier. 5. So herum. Immer im Kreis gefahren. Abtankmodus fahrend, jawohl. Ja, los, drauf, los. Will er nicht? Why? Why? Geht denn der normale Helfer wenigstens? Ach, der normale Helfer geht auch nicht. Oh. Dann muss ich den nochmal fixen. Sekündchen. Das haben wir sofort. So, YouTube, da sind wir wieder. das war der nicht gefixte. Fragt mich nicht, warum, wo der andere hin ist. Ich hatte den schon mal repariert. Jetzt musste ich ihn gerade nochmal reparieren. Ich weiß es nicht, was passiert ist. Ob. Keine Ahnung. Ja, doch, ich komme ja schon. Ich komme doch schon.
So, hier, mach. Seh zu, mein Freund. Oh, jetzt startet der wieder nicht. Ach, immer das Problem mit den Hilfsarbeitern hier. So, jetzt aber. Maria und Giuseppe. Ja, komm, trau dich, trau dich. Wo fahren wir das Gemüse gleich hin? Zur BGA, wa? Ich würde sagen, wir bringen das zur BGA. Was ist, bin ich dir zu nahe gekommen? Das wollte ich nicht. Muss ich da noch mehr reparieren? Das ist komplett. Was? Das habe ich doch schon gefixt. Die Kollision in dem Schneidwerk ist zu breit. Was? Du willst zurück? Du kannst jetzt nicht zurück. Das ist auch einer, ey. Hugo, Hugo, Hugo. Ne, das ist Norbert hier. Das ist der Bruder von Hugo. Hugo hat keinen Führerschein für dieses wilde Ding hier. Was ist denn? Ah, die Kuli von dem fucking Schneidwerk muss noch gefixt werden. Das mache ich aber jetzt erst nach dem Video. Wir machen ein bisschen über Minuten, nicht so dolle. Ja, da kommen wir wieder raus, mein Freund. Da bist du ja völlig falsch. Hä? Na, was ist? Oh. Ja, ich fahr ganz weg. So. Weißt du, und jetzt bin ich wieder nicht schnell genug bei dir, ne? Hey, ja. Mach du mal. So, hier ist dein Anhänger. Hallo? Ja, so ist fein. Kann ich das in diesen kleinen Nobelhobel hier gleich erstmal wieder komplett reparieren? Oder rauskriegen, wo der alte ist? Ich weiß nicht, was ich mit dem gemacht habe. So, nicht zu weit fahren, dann komme ich wieder in seinen unsichtbaren Kollisionsbereich vom Schneidwerk rein. Dann ist der wieder gleich mies drauf, da, der Typ. So, reicht. Ich schalte dich jetzt auch erstmal aus, solange. Du machst hier nur Randale und verbrauchst mein Geld. Wir fahren jetzt noch einmal kurz bis zur BGA und dann müssen wir so ungefähr 20 Minuten haben. Das soll dann erstmal genügen. Für den ersten kleinen Ausflug auf der V2. Mit Schlammlöchern. Reparierten Texturen. Ja, es ist richtig edel hier alles. Ich muss nur gucken, ob ich hier mit meinen Oldies noch überhaupt noch fahren kann. Ich hoffe mal. Ich hoffe. Werd mir dann den ersten Oldie, sobald ich finanziell abgesichert bin, als Drittschlepper erstmal zulegen. Ja, wahrscheinlich den Fendt Farmer 2 wieder. Dass erstmal so langsam da rankommen an die Sache. Obwohl der Fendt auch noch nicht fertig ist. Muss ich nicht. Ich muss doch hier hin. Und dann bis zur BGA. Oh, ich sehe gerade, das schaffe ich nicht in einer Minute. Man kann ja hier auch nicht so rumheizen, ne? Ah, ist schon schön, ne? Endlich wieder zu Hause. Ist schon eine schöne Map, ey. Und auch echt super, dass er die Texturen gefixt hat und war. Herrlich, herrlich, herrlich.
Naja. Wird halt ein etwas längeres Video, ne? Aber auf dieser Map geht das auch nicht anders. In einer Viertelstunde kriegt man ja nichts fertig hier. So, boah, ey. Hoffentlich ist das nicht zu viel Schlamm, ey. Ich raste aus, ey. Wenn ich dann mit dem Pfänd nicht durchkomme, ne? So, danach kann ich auch endlich schlafen. Ich bin eigentlich schon längst überfällig, aber ich musste das heute Abend noch eben anzocken hier, das Ding. Denn jetzt kann ich beruhigt ins Bett gehen. So, ich gehe mal davon aus, dass das erste Silo ist, das kleinere. Dass das auch von den Literzahlen her auch so ist. So, das geben wir uns jetzt auch noch. Jetzt fahren wir noch rückwärts hier rein. Das muss jetzt auch noch sein. Heute so viel gelitten. Obwohl, also wir hatten ja heute hier ganz groß hier Kirche und so, ne. Der Weihbischof war da. Wo kommt denn her? Aus Köln oder wo der herkam? Er war ein cooler Typ. War nicht schlecht. Also war nicht so eine steile Veranstaltung, war recht locker. Ja. Also ich habe heute anderthalb Stunden Kirche überlebt. Dann schaffe ich auch hier total übermüdet den Drehschäbel rückwärts in das Fahrsilo reinzudrücken. Mich kann heute nichts mehr zerstören. Und die immer falsch, immer zu viel. Ja, irgendwann in 10 Stunden bin ich ungefähr da, wo ich hin will. Ich möchte natürlich möglichst in der Mitte und möglichst weit nach hinten. Ne? Und, oh, dann gibt ja ein Gas auf einmal. So, kann ich noch weiter nach hinten? Müssen wir gucken, ob wir uns dann über kurz oder lang hier was zum Schieben suchen. Holla, 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 holla. Das kommt aber rausgeschossen. So, 3%, das heißt, ich brauche fast 4 Anhänger voll. Und dann kann ich verdichten. Ja, YouTube, das Verdichten, das tut hier, also nicht verdichten, zumachen. Ne? Ab 10% kann man das Silo ja zumachen. Aber das müsste klappen, oder? Wenn nicht, mache ich noch ein bisschen Gras dabei. Ja, YouTube, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut ihr euch die anderen Videos auch an. Aber jetzt natürlich die neuen von der V2. Und bedanke mich nochmal recht herzlich bei dem Mapper, dass er uns diese wunderschöne Map zur Verfügung stellt. Diego ist draußen und sagt, habt euch lieb.